Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pargonia. Wir haben ja in der letzten Folge haben wir uns da so ein bisschen um nette Besucher gekümmert und hatten dann aber auch so ein bisschen Ärger mit Leuten, die nicht ganz so nett waren. Ja, und mussten dann halt feststellen, dass das mit den Wegebauen auch nicht immer ganz so einfach ist. Aber wir haben das alles so einigermaßen hinbekommen und bin jetzt ganz happy, dass wir hier die Möglichkeit haben, eine Holzfällerhütte hinzusetzen. Ich habe gesehen, ja, bei der einen Stelle da, da hatten wir mit dem Sammeln da so ein bisschen Probleme. Da gibt es gar keine Bären mehr. Das ist nicht so schön. Und aber hier sehe also ich, glaube ich, gibt es ganz viele Bären. Da gibt es so ein paar zumindest. Ja, das sieht ganz gut aus. Dann würde ich vorschlagen, lass uns doch da so eine Sammelhütte hinsetzen. Eine Fischerhütte könnte man wahrscheinlich auch noch bei einer passenden Gelegenheit bauen. Ich setze die mal hier so hin, glaube ich. Ganz gut. So, dann braucht ihr natürlich einen Weg. Das ist aber jetzt kein Problem, zum Glück. Das haben wir ja in der letzten Folge haben wir das ja sehr gut gelöst bekommen. Ja, und wir haben halt immer mal wieder Probleme mit Banditen und Dieben und alles Mögliche. Wo bin ich da jetzt? Moment, ich gucke mich da gerade mal um. Ah, die sind da unten. Alles klar. Ja, das ist nicht so schön. Ich hatte mich ja hier so versucht, ein bisschen auszuweiten. Dann werde ich das aber jetzt mal ein klein wenig vielleicht, bin mir nicht ganz sicher, sollte ich das vielleicht nicht unbedingt unterbinden, aber irgendwie anders steuern. Ich muss gerade mal gucken, ach, den habe ich da, okay. Ja, das ist der Fokuspunkt, genau. Dann würde ich den vielleicht hier so hinsetzen, dass sie sich mehr so in diese Richtung erstmal orientieren. Und was gibt es hier eigentlich außer dem Banditenlager? Hier gibt es natürlich Kohle. Gar nicht mal wenig Kohle. Da ist wieder ein bisschen Eisenerz. Das ist ganz nett. Ansonsten gibt es hier jede Menge Banditen. Das ist nicht so nett. Ja, jetzt habe ich da ein kleines Problem, glaube ich. Bin mir nicht sicher, kann ich da... da sind wir auch noch gar nicht, da haben wir noch gar keinen Zugriff drauf. Ja, da sind wir gerade dabei, uns den Zugriff zu ermöglichen. Hier haben wir den schimmernden Hirsch der Tapfergeist. Der muss noch gebaut werden, glaube ich. Da sind wir noch weit von entfernt. Aber ich muss unbedingt die Leute da loswerden. Ja. Das war auch mit ein Grund hier, warum ich hier auch die Bäume loswerden möchte, weil ich hier Wege bauen muss, um hier weiter vorrücken zu können. Beispielsweise in Form von Wachtürmen, die mit entsprechenden Soldaten ausgestattet sind. Das habe ich natürlich ein direktes anderes kleines Problem, weil ich glaube, ich habe gar kein Eisen mehr im Augenblick. Oder jedenfalls nicht so viel. Kohle ist... wohl auch nicht mehr so gegeben. Ich muss mal ganz kurz schauen. Moment, bin ich hier richtig rein? So, Augenblick mal. Ja, Abenteuergilde, alles gut und schön. Wie sieht's denn hier aus? Also ein paar Soldaten, Elite-Soldaten würde ich noch hinbekommen. Ich mach mal so 5. Vorsichtshalber, ganz vorsichtig, so 5 Elite-Soldaten, damit ich die habe. Wie sieht das denn hier mit meiner Schatzkammer aus? Die wird wahrscheinlich voll sein. Ne? Ja, das ist richtig, die ist voll. Da geht nichts mehr. Ich müsste eine weitere Schatzkammer bauen, das wäre durchaus machbar. Ich habe hier meine... Ah ja, okay, die brauchen nur noch zu 6, das ist nicht schön. Was brauchen die nochmal? Fackeln und leichte Rüstung. Ah ja, das hatte ich ja einen Auftrag gegeben, da wird auch dann gearbeitet. Hier habe ich das gleiche Problem, die sind ganz weg. Das ist ganz, ganz schlecht. So, da habe ich noch ein paar Wächter. Und ich glaube, hier war das irgendwo mit den Soldaten. Oh, das ist auch übel. Die sind nur noch zu dritt.
Beziehungsweise, ja gut, nee, jetzt so fünf. Drei weitere sind unterwegs. Ja. Das ist nicht so gut. Moment, ich hatte doch irgendwo Soldaten abgezogen. Das müssten die hier gewesen sein, glaube ich. Ich nehme die mal vorsichtshalber mit dazu. Damit wir da halt, ne, entsprechend schneller vorankommen. Ja, das ist natürlich jetzt ein kleines Problem. Wo habe ich denn meine... Da ist ein Steinmetz. Da habe ich ein Sägewerk. Ah, hier ist die Waffenschmiede. Sehr gut. Die haben alles. Die haben sogar noch ein bisschen Kohle. Nicht viel, aber etwas. Wie sieht es hier aus? Auch da ist noch ein bisschen Kohle gegeben. Aber hier halt kein Eisen mehr. Das gleiche Problem dürfte die Rüstungsschmiede haben. Auch da ist durchaus Kohle vorhanden. Nicht viel, aber immerhin 16 Einheiten. Das ist etwas problematisch. Dass ich da noch nicht genügend Eisen habe. Aber demnächst. So. Da ist die Sammelhütte im Bau befindlich. Hier wird jetzt demnächst Holz gehackt. So, nee, da muss man dann alles da wegbauen. So. Bitte in diesem Bereich. Die Holzfäller sind unterwegs, aber es kann sein, dass ich nicht mehr genügend Äxte habe. Das ist auch so. Moment. Ich habe irgendwo diese kleine Fliege, die mir ständig um die Nase rumfliegt. Ziemlich nervig. Irgendwo habe ich eine Holzwerkstatt. Zwei Stück sogar. Ja, genau, da war noch eine noch im Bau befindlich. Die ist jetzt fertig. Das ist ganz gut, weil... Achso, nee, Moment. Alles klar. Gut, dann soll die auf jeden Fall Fackeln machen. Möglichst viele Fackeln. Wie sieht das mit der anderen Holzwerkstatt aus? Das ist diese hier. Da brauche ich noch ein paar von diesen Speeren. Die soll mal keine Fackeln machen. Die soll sich hier mit den Speeren beschäftigen. Ich muss jetzt leider auf Sachen zurückgreifen, die nicht ganz so effektiv sind, aber was will man halt machen? Na gut, dann brauche ich hier Leute. Dann Rüstungsschmiede ist klar, Bäckerei, Windmühle, Werkzeugschmiede, die habe ich. So, wir brauchen ganz dringend Äxte. Da werden die Äxte produziert. Da sollte mal so fünf Stück machen. Ich glaube, das reicht. Ich will es nicht übertreiben mit den Äxten. So. Okay. Das ist alles nicht so ganz erfreulich, aber was wir machen, es läuft so einigermaßen. So, hier werden schon die entsprechenden Leute geordert. Das ist die ewige Flamme. Die Glücksschmiede. Bringe Vorräte zur ewigen Flamme. Kannst du uns dabei helfen, diesen besonderen Ort zu versorgen? Etabliere einen Transportweg zum gekennzeichneten Ort und versorge ihn mit den benötigten Waren. Insgesamt schon gelieferte Waren 0 von 50 und die brauchen Feuerholz. Das sollte kein Problem sein. Problem ist vielleicht, wie komme ich da hin? Kann ich da einen Weg hinzaubern? So, Hex, geht das irgendwie? Ich glaube nicht, ne? Ich könnte hingehen oder ich würde ganz gerne hingehen und würde hier einen weiteren Wachturm einplanen. Nicht genau weiß, wie ich den jetzt hier so hinsetzen soll. So von der Ausrichtung her. So wäre, ne, das war gerade besser. So ungefähr. Und so, dass da auch eine Wege möglich sind. Hier dann mal so nah ran an die Grenze wie möglich. Dann genau Wege, das war das Stichwort. Ich kann
hier einen Weg hinzaubern und komme aber leider nicht daran. Ich muss hier hin. Ach, die haben die Grenze noch nicht fertiggestellt. Deswegen, ja gut, da muss ich erstmal das Ganze bis hierhin machen und da muss ich warten, bis der Weg richtig frei ist. Das ist dann leider noch nicht. So, ich sehe hier Wasser. Okay. Hier ist wieder eine größere Fläche. Da ist ein Leuchtfeuer. Oder muss dort gebaut werden, je nachdem. Ja. Ja gut, das würde ich auch ganz gerne machen. Hier am besten wahrscheinlich erstmal hier die ganz normale Wache, damit die hier mit der Grenze und so weiter weiter vorwärts kommen. Und da kommen schon wieder Leute vorbei, die uns besuchen möchten. Ja, ist jetzt ein bisschen schlecht. Ich bin im Augenblick doch arg im Bedrängnis. Ich schaue gerade mal, habe ich Leute frei, die ich da hinschicken könnte? Nicht so viele, ne? Das ist das Problem im Augenblick. Aber da sind so ein paar immerhin. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das mal. Wir kümmern uns da mal so ein bisschen um die netten Menschen hier. Und damit die da nicht so alleine sind. Ja, das ist, ich muss mich ja doch schon so ein bisschen hier, ne, um die ankommenden Leute kümmern. Ich denke, das ist ganz, ganz in Ordnung, dass ich das so mache. Können die auch so ein bisschen was dazu beitragen? Oder sind die eigentlich mehr so, dass sie sagen, nee, also wir kennen die nicht, wir wollen die nicht. Die sind komisch. Ich kann ja mal einen Patrouillenpunkt hier so hinsetzen. Vielleicht ist das noch ein bisschen was bringt. So. Ja. Aber ich glaube, die haben sich ganz gut um die Leute gekümmert. Hat so seine Nachteile gehabt. So halt, also meine Leute sind auch wieder so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Das ist leider so. So, wo habe ich hier meine... Ach da, alles klar. Gut. Wie sieht das hier aus? Passiert noch nichts, weil die entsprechenden Leute, die sind noch auf dem Weg. Kommen aber gleich an. Dann geht das mit der Eisenproduktion dann wieder so ein bisschen voran. Ne? Das ist ganz gut. Dann hoffe ich mal, dass ich wieder ein paar Waffen und Rüstungen bauen kann. Ja, damit wir hier entsprechende Leute rekrutieren können. So, was habe ich denn noch da? Da würde ich dann mal von denen so 5 nehmen wollen, wenn das geht. Das geht nicht. Sehe ich gerade, weil da muss ich Abstand von nehmen. Ich habe nicht genügend Rüstungen, da müsste ich leider auf die umzwitschen. Das geht dann schon eher. Ja. Müssen wir uns damit erstmal begnügen. Ich würde direkt, wie viel habe ich denn davon? Da gehen, glaube ich, ein paar mehr an. Ich mache mal 15. Und dann muss ich mal schauen. Die Werkzeugschmiede, ist die fertig? Das sieht gut aus. Ja, nee, ganz noch nicht ganz. Ich muss noch 2 Äxte machen, aber die sind dann sowieso auf Reserve. Ich lasse den da mal nochmal 5 machen. Ja, was soll das? Also, da haben wir noch ein paar Äxte in Reserve. Ist vielleicht nicht verkehrt. So. Wachturm. Der ist besetzt. Das ist cool. Ja. Okay, die Leute sind da beschäftigt. Hier sind leider sehr, sehr, sehr viele Diebe. Um die würde ich mich sehr gerne kümmern. Nur im Augenblick leider nicht. Ich habe nicht die Möglichkeit, entsprechende Soldaten zu rekrutieren, wie ihr gesehen habt. Ja, das ist, ich könnte hingehen und eventuell einfache Soldaten rekrutieren. Vielleicht besser als nichts. Ja, dann hat man so ein bisschen entsprechende Kampf. Kraft gerade. Moment. Ja, ne, die Orientierung hier ist mal so ein Problem. Waffenschmiede? Nein. Ich brauche. Ich glaube eine Holzwerkstatt. So. Die
die hat... Was ist da los? Warum wird da nicht gearbeitet? Oh, ich brauche Hämmer. Ich habe keine Hämmer. Oh, dem fehlen Leute. Das ist nicht so schön. Da habe ich die Rüstungsschmiede. Da habe ich den Werkzeugmacher. Dann brauche ich... muss der ganz dringend Hämmer machen. Dann ist erstmal hier mit... Äxten ist erstmal uninteressant. Ich brauche Hämmer. So. Gut. Ja, man muss auf alles achten. Es ist einfach so. Kann da nicht so vollkommen im luftleeren Raum agieren. Das funktioniert nicht. Ja. Wie man Auftrag das immer so... Ja, vielleicht mal so 10 Schilder macht. Das sieht ganz gut aus. Oh. So, ich hätte die Möglichkeit, immerhin anhand der Holzschilder, ja, ich sag mal so 5 einfache Soldaten gehen auf jeden Fall schon mal. Das geht. Das kann man machen. Dann brauche ich... Wo ist die Holzwirtschaft? Ah, da ist die Abenteuergilde. Hier müsste ich dann nochmal ebenfalls entsprechend Leute ordern. Damit ich auch da weiterkomme. So. Ja, und ich würde hier ganz gerne, wenn das klappt, einen Wachturm errichten. Und man sieht schon, also das mit dem Bauen ist hier echt ein Problem, weil die Flächen nicht dafür frei sind. Das ist nicht so ganz einfach. Und ich kriege hier einfach nur einen Wachturm hin. Dann setze ich den mal da so hin. Ich hoffe, ich kriege da einen Weg hin, das weiß ich noch nicht. Sieht gar nicht gut aus mit den Wegen. Ah, da ist das Lager voll. Da muss ich mir jetzt... ne, dann mache ich das anders. Dann kommt das erstmal wieder weg. Moment. Aber das macht jetzt keinen Sinn, den da zu bauen. Ich brauche hier ein Lager. Hatte ich nicht ein Lager an? Ach, das habe ich schon gemacht. Okay, das reicht nicht. Das ist heftig. Dann brauche ich ein weiteres Lager. Hier so. Und auch hier muss dann Holz eingelagert werden. So, Nadelhölzer. Den hatte ich aber gesagt, die sollen hier alles wegräumen. Ne? Also ich mach da mal hier so den Pinorik hin. Die haben hier eine Fischerhütte. Die Fische sind aber hier. So komisch. Eine Schmelzhütte haben sie, Wachturm, Holzwerkstatt. Da haben sie eine Weberei, Schneiderei, eine Waffenschmiede, Proviantmacher. Das ist alles sehr schön, Bäckerei. Handelsposten, noch ein Handelsposten, ganz viele Handelsposten, Handelszentrum, die haben mit dem Handeln haben sie es. Rüstungsschmiede, Waffenschmiede, alle wichtigen Sachen, Münzprägerei. Ich sehe hier aber keinen Förster. Ja, also wenn, dann ist der irgendwo ganz weit weg. So viel Schnelle, da wird Kupfer abgebaut. Ich sehe hier keinen Förster. Nee. Ich wundere mich nur gerade, warum die hier so ein bisschen Probleme haben, hier meine Leute, das hier wegzukriegen. Die sind ja am Abholzen wie die Weltmeister, aber die Sachen stehen hier immer noch im Weg. Das ist nicht so schön. Das ist gar nicht so gut. So. Ja, da muss ich nochmal schauen, wie ich das hinkriege mit den Soldaten da an der Ecke, weil ich muss die Banditen da wegkriegen. Die machen uns Ärger. Die machen uns wirklich Ärger. Das ist nicht so gut. Hier wird Gott sei Dank jetzt Eisen abgebaut. Das ist schon mal nicht verkehrt. Und hier werden... ach ja, genau. Da müsste ich denen noch sagen, wo die genau agieren sollen. Ich würde sagen, erstmal hier so. Ne, dass wir uns dieses
Gebiet hier komplett aufdecken. Vielleicht auch ein bisschen noch wie in diese Richtung. Das scheint auch noch so einiges zu sein. Ja, da hinten ist irgendwas in der Schemen, irgendwie sowas, keine Ahnung. Da ist jedenfalls noch ganz viel Land. Das sieht ganz danach aus. Das wird noch einiges an Arbeit erfordern, da hinzukommen. Ja, gut. Gut. Jo. Ansonsten. Hier ist jetzt ein bisschen Ruhe eingekehrt, glaube ich. Aber ich glaube, die Ruhe täuscht auch. Wie sieht es hier mit den Leuten aus? Das ist nicht gut. Das ist noch einer. Hier sind es immerhin noch 9. Ja, wie mache ich denn das jetzt am günstigsten? Die brauchen Fackeln und Rüstungen. War das Thema. Kann das mir einfach nicht merken. So, die Schneiderei, die sollte eigentlich hier mit den Rüstungen beschäftigt sein. Da sind auch noch welche gegeben. Ich lasse die nochmal so 10 davon machen. Fackeln, 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 Fackeln. Da ist die Waffenschmiede, Münzprägerei, Holzwerkstatt. Ah ja, genau. Die ist mit den Speeren und so beschäftigt. Wie sieht das mit der anderen Holzwerkstatt aus? Kann die jetzt... die sind immer noch nicht. Das dauert aber ganz schön. Ja, ne, mit dem Hammer. Ist ja der Hammer. Was macht denn der Kollege da unten? Eine Werkzeugschmiede. Der hat aber schon welche gemacht. Dann soll der mal so... Ich mal 10 Stück machen. Anscheinend brauche ich mehrere. Die werden ja noch von anderen Leuten gebraucht, die Hämmer. Und wenn ich da nicht genügend von habe, ist das natürlich schlecht. Weil sie auch hier Sicheln und so, ist alles nicht mehr so gegeben. Der gebe ich mal, ja, also erstmal hier die Hämmer, das ist wichtig. Was fehlt uns denn noch? Mach mal so 5 Sägen. Und alles Weitere müssen wir dann in der nächsten Folge schauen. Aber da muss dann noch so ein paar Sachen machen. Aber das hat noch Zeit für die nächste Folge. Ich danke für euer Dabeisein bis hierhin. Und danke auch dafür, dass du hier da wieder mit dabei warst und ihr mich hier alle unterstützt habt. Finde ich sehr, sehr nett von euch. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles, alles Gute und genießt die Zeit.